Deutschland zerstört seine christlichen Wurzeln. Deutschland war ursprünglich ein christliches Land. Warum sage ich ursprünglich? Ganz einfach, weil das dieses Deutschland, was wir heute haben, es nicht mehr ist. Deutschland ist so antichristlich geworden, dass sich die Balken biegen. Vor allen Dingen in den letzten 25 Jahren hat man sich von seinen christlichen Wurzeln getrennt. Wir haben in Deutschland eine Politik, die sich zwar mit dem Wort christlich noch schmückt, wie zum Beispiel CDU, CSU, aber soll ich ehrlich mal was sagen, das Wort christlich hat den gleichen Stellenwert wie ein zertrampelter Hundeschiss. Die Deutschen verachten ihre christlichen Wurzeln. Die Deutschen verhöhnen den Gott der Bibel. Die Deutschen machen sich heute über die Christen lustig. Die Christen sind heute sozusagen nur noch eine Witzfigur des atheistischen Spotts. Sie werden als lächerlich dargestellt. Wir Christen werden als geisteskranke, religiöse Fundamentalisten abgestempelt. Weil jeder ist heute stolz, Atheist zu sein. Ich frage mich ernsthaft, was wart ihr denn vorher? Der Gott der Bibel ist ja so grausam. Die Christen werden mit einer Lüge betitelt, dass sie für das Leid der Welt verantwortlich sind. Das ist eine dreckige Lüge des Atheismus und damit wird mächtig Propaganda betrieben. Diese Propaganda dient nur zum einen Zweck, dass man die Menschen entchristianisiert. Warum ist das so? Warum wollen die Menschen von der Gott und der Bibel nichts wissen? Die Antwort ist ganz einfach. Deutschland opfert seine christlichen Wurzeln, damit jede Minderheit ihre Freiheit ausleben dürfen. Das Traurige ist nur, dass man eine komplette Gesellschaft dazu umerzieht, die Schnauze zu halten. Eine komplette Gesellschaft wird zum Schwein gebracht, damit Homosexuelle ihre sexuelle Freiheit in aller Öffentlichkeit ausleben dürfen. Die dürfen heiraten, die dürfen alles. Aber wehe, man wagt, auch nur eine christliche Äußerung dagegen zu setzen, da wird man als homophobe, geisteskranke, christliche Fundamentalisten abgestempelt. Als bösartig. So eine dreckige, verlogene, gottlose, atheistische Gesellschaft ist das geworden. Und das ist ein Prozess, was nur innerhalb von 25 Jahren geschehen ist. Dieses Deutschland, das seine christlichen Wurzeln verachtet, bezahlt heute schon ihren Preis. Deutschland ist eine alternde Gesellschaft. Deutschland hat kaum noch Nachkommen. Dieses Land stirbt aus. Warum? Weil wir die Gender-Ideologie haben. Und die Gender-Ideologie sorgt dafür, dass das geschieht. Diese Homosexualisierung der Gesellschaft zerstört das Familienbild von Vater und Mutter. Man darf heute noch nicht mal mehr Mutter oder Vater sagen. Das ist ja Diskriminierung. Man darf heute alles sein. Man darf aber nicht Mann oder Frau sein. Man darf nicht Mädchen oder Junge sein. Heute reden sie alle, ich bin homosexuell, ich bin bisexuell, ich bin transsexuell, ich bin metrosexuell. Man ist nur noch irgendetwas Sexuelles. Man sagt aber nicht mehr, ich bin ein Junge oder ein Mädchen, ein Mann oder eine Frau. Gott schuf die Menschen als Mann und als Frau schuf er sie. Und das schafft man ab. Weil man heute noch irgendetwas Sexuelles ist. Deutschland steht aus. Werde ich ganz klar sagen, die Leute, die diese Gender-Ideologie unterstützen, die die Homosexualisierung dieser Gesellschaft unterstützen, sind schuldig an dem, was in dieser Gesellschaft geschieht. Sie sind schuldig an dem Aussterben von Deutschland. Sie sind schuldig daran, dass jedes Jahr 250.000 ungeborene Kinder abgetrieben werden. Massenmord made in Germany. Dafür brauchen wir keine Gaskammer mehr. Schön, das macht man schön steril in irgendeiner Klinik. Deutschland rottet sich aus, sich selbst, in sich selbst. Wir brauchen keinen Krieg, der Deutschland zerstört. Deutschland rottet sich selber aus. Es zerstört sich selber, weil Deutschland sich von seinen christlichen Wurzeln getrennt hat, weil Deutschland sich von dem Gott der Bibel getrennt hat. Der Mensch bezahlt den Preis dafür. Der Mensch ist schuldig an dem, was hier geschieht. Und die Leute sind so doof, so blöd, dass sie es nicht bemerken. Ich werde jetzt hier einmal was ganz klar sagen. Wenn Deutschland nicht umkehrt zu seinen christlichen Wurzeln, dann stirbt Deutschland aus. Wir brauchen dafür keinen Krieg. Dafür sorgt der gottlose Deutsche selbst. Wie ich schon gerade gesagt habe. Massenmord made in Germany. Wo das traditionelle Familienbild keine Rolle mehr spielt. Ein Familienbild zwischen Vater und Mutter. Wenn heute jeder so nach seiner perversen Abarten leben darf, dann wird Deutschland seinen Preis dafür bezahlen. Wenn Deutschland nicht aufwacht und umkehrt zu Gott, dann wird dieses Land in wenigen Jahren gottlos aussterben. Und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.